Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1 und zu 2 Fußballschuhen, die man dieses Jahr definitiv nicht außer Acht lassen sollte. Welche Fußballschuhe, das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das neue New Balance DC Heights Pack draußen mit dem neuen New Balance Tequila V4 in einem sehr, sehr auffälligen Colorway und auch frisch rauskam dieser hier von Sadio Mané und Raheem Sterling, Bukayo Saka und Co., der Fuel V7 Plus. Zwei sehr, sehr heftige Fußballschuhe. Und für mich, wie gesagt, dieses Jahr zwei Fußballschuhe, die man definitiv nicht unterschätzen sollte. Warum? Das klären wir jetzt. Wir starten rein ins neue Video. New Balance liefert uns also Anfang des Jahres die neuen Colorways zu den neuen Modellen, dem Fuel V7 Plus und Tequila V4, die mich letztes Jahr schon so krass überrascht haben und vor allem aufgrund diesem sehr, sehr weichen neuen Hyponit-Obermaterial zu den meisten unterschätzten Fußballschuhen dieses Jahres gehören. Was ihr unbedingt wissen müsst und was so das wirklich Besondere an diesen Fußballschuhen ist, wollen wir uns heute genauer anschauen, denn wir schauen uns heute den Tequila und auch den Fuel im Detail an und klären, warum das zwei Fußballschuhe sind, die man dieses Jahr nicht außer Acht lassen sollte. Das ist es also, das sehr, sehr auffällige New Balance DC Heights Pack. Der Name ist auf jeden Fall Programm. Wir haben hier eine extrem auffällige Grundfarbe mit diesem Orangeton, was ein bisschen Textmarker-ähnlich eigentlich fast schon aussieht. Und in den Grafiken dann auch nochmal diesen gelben Farbton, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. DC Heights, ich erkläre es euch schon mal, das Motto von diesem Fußballschuh geht so ein bisschen um das Thema, dass ja, die ganzen Spieler motiviert sind, nochmal über ihre Leistungsgrenze oder auch Leistungsgipfel hinauszugehen und halt einfach nochmal das Maximal aus sich rauszuholen. Deswegen auch diese auffällige Optik und dieser Grafik hier am äußeren Teil des Fußballschuhs. Neues Pack unter anderem für Sadio Mané, Raheem Sterling, Bukayo Saka und. Da gibt es einige spannende Spieler. Wir hatten ja auch noch in den Fußball-Juniors Harry Elliott mit dem Tequila in einer anderen Form. Heute geht es aber nicht einfach nur grundsätzlich um dieses Pack, sondern allgemein um diese Fußballschuhe, denn das sind Fußballschuhe, die man 2023, wenn man was Neues ausprobieren will, definitiv mal probieren sollte. Die wahrscheinlich aktuell meist unterschätzten Fußballschuhe, die es auf dem Markt gibt, sind der New Balance Tequila V4 und New Balance Fuel V7 Plus. Kann man tatsächlich so sagen. Die haben mich komplett überrascht seit dem Update. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich drüber. Bevor wir ins Detail gehen, würde ich aber sagen, wir schauen uns die Schuhe direkt mal an, und zwar im klassischen Unboxing. Starten wir rein mit dem, ihr könnt es erkennen, New Balance Fuel V7 Plus in einem wirklich extrem auffälligen Colorway. Wir haben hier so einen orangenen Grundton, erinnert mich sehr an einen Textmarker. Und hier hinten haben wir auch nochmal so eine Grafik eingearbeitet. Da erkläre ich euch natürlich später, was da dahinter steckt. Das Ganze geht ja auch auf die Innenseite. Und für mich immer Highlight bei New Balance ist der New Balance Block hier auf der Innenseite. Bis vor dem Vorderfuß, da haben wir so eine Grafik eingearbeitet. Das sieht schon wirklich sehr, sehr cool aus. Hyponit Obermaterial, das kennt ihr mittlerweile auch. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Das ist ultra soft und auch ein sehr, sehr leichter Fußballschuh. Also hat New Balance echt einen coolen Job gemacht. Der Sockenbereich, ich glaube, man kann es erkennen, der ist sehr, sehr dehnbar und läuft auch hier im Vorderfußbereich. Und hier haben wir quasi die Schnürung außen angelehnt. Das Ganze läuft hier auch unter der Schnürung weiter und hat dann quasi einen Vorteil von einem Laceless-Fußballschuh in Kombination mit einer Schnürung. Auch hier ein New Balance-Logo und hier hinten nochmal Furin. Und hier die Sohle auch relativ speziell, was die Farben angeht. Haben hier einen Übergang von Schwarz ins Durchsichtige nach vorne. Passt aber sehr cool mit der Grafik hier allgemein um den Schuh herum. Muss sagen, fand aber vorher die Colorways ein bisschen cooler. Ist definitiv gewagt, aber on-feed sieht das Ganze schon sehr, sehr cool aus. Und auch der Tequila hat hier das komplett gleiche Colorway, als auch hier im New Balance Logo eingearbeitet, diese grünen Details. Und hier an der Ferse haben wir auch nochmal eingearbeitet, dieses verwaschene Design. Kommt, wie gesagt, gleich nochmal im Detail, was das bedeutet. Innenseite auch hier Hyponit, aber man kann es erkennen. Und auch hören haben wir hier nochmal so eine Gripstruktur eingearbeitet. Auch hier ein sehr, sehr weiches, sehr, sehr leichtes Obermaterial. Ist an Feed wirklich sehr angenehm. Hier hinten 3D, nochmal das New Balance Logo, was auch noch so ein bisschen heraussticht. Und auch hier nochmal Tequila an der Ferse untergebracht. Die Socke ist auch sehr, sehr flexibel. Das gefällt mir sehr gut. Man kommt sehr leicht rein, hat trotzdem guten Sitz. Ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem hohen Sitz der Socke. Aber muss sagen, stört mich definitiv nicht. Auch hier haben wir nochmal die Sohle. Die finde ich ein bisschen cooler, weil es hier nochmal glänzend ist.
im Vergleich zu dem New Balance Furon. Auch hier vorne durchsichtig, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Aber wie gesagt, optisch ein sehr gewagter Schuh. On-Feed sehr stark, in der Hand wirkt es ein bisschen zu krass meiner Meinung nach. Aber man kann echt sagen, On-Feed fällt das Ganze auf und macht echt eine gute Figur. Kommt natürlich immer aufs Trikot an. Aber bin mal sehr gespannt, was ihr von 0 bis 10 den beiden Fußballschuhen schlussendlich dann gibt. Wie ihr gehört habt, ich bin von der Optik so ein bisschen hin und her gerissen. Am Fuß finde ich es eigentlich echt stark, aber die letzten Colorways haben mir so ein bisschen besser gefallen. Bin gespannt, was ich von euch da in den Kommentaren hören werde. 1 bis 10 gerne Feedback da lassen. Auch Team Furon oder Team Tequila gerne euer Feedback da lassen. Warum sind es jetzt also die meist unterschätzten Fußballschuhe 22? Jetzt wollte ich gerade schon 22 sagen. Zum einen, wir haben hier das sogenannte Hypondit-Obermaterial. Das ist ein ultra softes, sehr dünnes und angenehmes Obermaterial, was zum einen den Schuh sehr leicht macht, also es ist wirklich ein Leichtgewicht an Fußballschuh, und zum anderen das Obermaterial sehr flexibel, anpassungsfähig und den Touch wirklich sehr angenehm macht. Das ist ein perfektes Zusammenspiel aus direktem Ballgefühl und leichter Polsterung. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann beim New Balance Tequila, der Laceless-Variante, vor allem die Sockenpartie hier sehr, sehr geil. Die ist sehr flexibel. Obwohl es hier sehr eng aussieht, kommt man sehr gut in den Schuh rein und hat hier auch einen anpassungsfähigen Mittelteil. Das heißt, vor allem, obwohl es ein Laceless-Fußballschuh ist, bekommt man hier einen optimalen Komfort. Ist sehr, sehr angenehm am Fuß. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Und auch hier beim New Balance Furon gibt es ja so ein spezielles Schnürsystem. Wir haben auch hier eine Sockenkonstruktion, die komplett den Schuh schließt. Und dann haben wir hier nochmal ein Obermaterial drüber gelegt mit einer seitlichen Schnürung, die das Ganze nochmal zusammenzieht. Das macht es auf jeden Fall deutlich besser. Ich habe da so ein bisschen Bedenken gehabt. Schnürung auf der Außenseite, wie verhält sich das? Habe aber keinen großartigen Nachteil gehabt, was den Knockdown angeht. Und man hat gleichzeitig eine große freie Schussfläche. Also da hat sich New Balance auf jeden Fall was dabei gedacht. Außerdem wisst ihr natürlich, dass New Balance bei diesen Fußballschuhen ja auch zwei Größen anbietet. Sprich, einmal die normale Variante und einmal speziell für breite Füße. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch für all die, die bisher keinen Platz in den Schuhen gefunden haben, dass sie hier beim New Balance Furon und auch Tequila eine speziell breite Variante gefunden haben. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Fußballschuhe im Komfort hervorragend. Kann man nicht anders sagen. Ich habe keinen Druckstellen, keine Einlaufphase gebraucht. Beim Furon klappt manchmal diese Ferse ein bisschen runter. Es ist aber nur optischen Mangel, ansonsten gibt es hier gar nichts zu meckern. Ich habe da keinerlei Probleme gehabt. Die Schuhe haben mich komplett überrascht, als ich die zum ersten Mal anhatte. Denn da hat New Balance nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, obwohl ich schon vom letzten New Balance Furon ein sehr großer Fan war. Das heißt, ich habe auf jeden Fall große Erwartungen ans Jahr 2023, was die Colorways angeht, die Spieler und die Drops von New Balance. Da hatten wir ja schon vor kurzem für mich schon jetzt einen der Top 10 Signature-Schuhe 2023, den von Bukayo Saka in diesem roten Farbton. Ultra krass gewesen, habe ich sehr, sehr heftig gefeiert. Und wie gesagt, jetzt das nächste auffällige Pack am Start. Kommt aber nicht ganz an den von Bukayo Saka ran, muss ich ganz klar sagen, weil das war optisch für mich ein absoluter Brecher, hat es ja auch in die Bootwoll geschafft. Das ist auf jeden Fall schon mal selten, der zweite New Balance Fußballschuh jetzt. Das heißt, die Erwartungen sind auf jeden Fall groß, und wer unbedingt mal noch einen anderen Fußballschuh testen möchte, findet hier auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Alternative und zwei Fußballschuhe, die man dieses Jahr definitiv nicht außer Acht lassen sollte. Optisch kommen die definitiv aber nicht an diesen Fußballschuh hier ran. Den von Bukayo Saka, der es tatsächlich hier auch in die Bootwall geschafft hat. Ihr habt gehört, einer von zwei. Zum einen haben wir nämlich den hier und zum anderen haben wir hier noch den von Sadio Mané. Damals ein sehr cooler Schuh gewesen. Das Besondere, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, 001 von 405 Exemplaren. Das ist auf jeden Fall eine Aussage. Und wie gesagt, jetzt zwei Fußballschuhe von New Balance hier in der Bootwall. Das war es dann auch schon wieder zum New Balance Tequila und zum New Balance Furon. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu diesem neuen DC Heights Pack. Falls ihr euch die Fußballschuhe sichern wollt, ab dem 19.01. sind die ja auch erhältlich. Findet ihr unten in der Beschreibung. Genauso gibt es dann auch den Bukayo Saka Fußballschuhe. Findet ihr alles, wie gesagt, unten verlinkt. Und lasst gerne Feedback da zu den New Balance Fußballschuhen. Wir haben sowohl zum Tequila als auch zum Furon, wie gesagt, bereits ein ausführliches Review online. Falls ihr beide Fußballschuhe nochmal im Detail sehen wollt, schaut dort gerne vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Colorways und ich denke, da erwarten uns einige spannende und auch coole Drops, die wir für euch natürlich hier auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1 zeigen werden. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal supportet, indem ihr abonniert und die Glocke aktiviert. Unser Ziel sind die 100.000 Abonnenten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.